Einen wunderschönen, ihr Lieben. Kann sein, dass es heute ein paar Nebengeräusche gibt. Ich habe das Fenster aufgelassen. Ich habe hier richtige Hitzewallungen. M ist so heiß. Und wie immer Positives und auch Negatives in diesem Video bitte unbedingt für dich drin lassen, wenn du hier nicht dein Problem, deine Situation, dein Empfang hier kriegst. Ja? Also nicht per Antenne oder sowas, sondern wenn du hier merkst, du bist einfach nicht richtig in der Legung oder wir connecten beide nicht, dann einfach das Video verlassen und alles hier drin lassen in diesem Video. Wir gucken rein. Es kann auch nicht immer auf jede Situation passend sein. Ja, dann wäre es auch für mich, glaube ich, irgendwann langweilig. Wir gucken rein. Stell dir dein Thema vor oder was willst du wissen? Worum geht's? Kommst du irgendwo beruflich nicht weiter? Willst du irgendeine Änderung machen? Dann stell dir die Frage, ich werde jetzt hier reingehen mit den Engelbotschaften und warte, bis eine Karte für dich rausspringt. Danach gehen wir natürlich noch in die andere Situation rein oder es betrifft dein Gegenüber, wo du neugierig bist. Jetzt, oder ihr wisst ja, ihr seid bei mir erstmal die Nummer 1, ne? Da ist sie. Ihr habt euer Thema noch und es ist, anderes hat Vorrang. Könnt ihr euch jetzt ummodeln? Entweder bestätigt das eure Aussage, dass eben das jetzt Vorrang hat, oder euch wird bestätigt, probierst du nochmal nachzudenken. Geh nochmal in dich und frag dich, ob du jetzt wirklich noch länger in diesem Thema oder in der Thematik stecken bleiben möchtest. Vielleicht lohnt es sich doch, für eine andere Energie hier Kraft reinzustecken, ja? Von mentaler Art oder einfach mal eine andere Richtung angucken. Wie wär's, würden die Botschaften sagen, ihr Lieben. Wir gehen rein in das Akasha Chronik Orakel für euch. Selbstwert. Oh, das freut mich. Der Selbstwert mit der Nummer 4. Dein Selbstwert beruht auf deiner Wertschätzung für dich selbst. Wisst ihr, was ich zu euch sage, wenn es hier um eine Person geht, mit der ihr so ein bisschen hadert, Probleme habt oder die euch nicht loslässt, dass die Karte genau das widerspiegelt und euch mitteilt. Es geht nicht darum, dass ihr den Selbstwert von jemand anderem bekommt oder euch den Selbstwert von jemand anderem holt. Ja? Wir finden das schön, wenn wir gelobt werden. Und ich würde lügen, wenn es mich nicht freuen würde, wenn ich Kommentare lese oder Komplimente oder Lobe. Ist ja ganz logisch. Ne? Wer steht denn schon auf anderen Bullshit? Ja? Darauf gehe ich ja trotzdem immer wieder ein. Aber wichtig ist, dass du das trennen kannst. Diese etwas schroffere Kritik. Man kann sich aussuchen, ob man darauf eingeht, genauso wie du im realen Leben, ob du das an dich ranlässt, ist eine andere Frage, ja. Man kann es klären, zurückstoßen und seine Meinung dazu sagen, aber man muss es nicht wieder in den Tag mit reinschleppen. Und solange du dich selbst wohlfühlst, bist du, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, nicht darauf angewiesen, was andere sagen. Das heißt jetzt, wenn jemand schreiben würde, Mensch, bist du heute hübsch, dann freut man sich natürlich, aber solange man sich selbst schön fühlt und auch den Selbstwert gestärkt hat in sich selber, bräuchte man dieses Kompliment nicht, ja? Also trotzdem wäre es schön, aber der Hauptfokus liegt ja einfach darauf, dass man dir mitteilt, der Selbstwert, so wie das Wort schon sagt, ist der Wert in dir selbst. Und wenn du das spürst, dann ist es eigentlich egal, was andere sagen, solange du hier wirklich komplett mit dir im Reinen bist. Und darauf kommt es an, das wieder hochzuholen, falls es hier nicht so sein sollte. Es kann natürlich sein, dass ihr einen super guten Selbstwert habt und trotzdem irgendwo trauert. Ist ja ganz klar. Eben weil ihr so einen Selbstwert spürt und denkt, nö, also da bleibe ich dran, da möchte ich nicht aufgeben, ja. Ich kenne mich, ich will das unbedingt erreichen. Aber da spielt ja dann eben noch die andere Seite mit rein, ob beruflich, familiär oder eben mit der Liebe, Freundschaften. Da müsst ihr mal gucken. Das wäre aber so das Hauptthema Selbstwert, Selbstfindung, falls euch ein bisschen der Weg verloren gegangen ist. Wir gucken mal rein. Jetzt kommt es drauf an, ob du hier in Resonanz gehst. Alles, was sich umdreht oder mir rausfällt, zufällt, nehme ich ja im Leben auch wahr. Und deswegen gehe ich mit den Karten hier auch so um. Wir haben hier irgendeine Sehnsucht, irgendeinen Kummer. Freut mich nicht. Vielleicht geht es auch darum, dass das genau den Selbstwert die ganze Zeit zerstört, ja? Kummer. In jeglicher Form, Art und Weise. Muss nicht immer mit Liebe zu tun haben, kann auch Enttäuschung sein, kann mit Angst
zu tun haben, jegliche negative Energie, was sich für dich negativ anfühlt, ja, nur für dich negativ anfühlt, dir macht irgendwas hier zu schaffen. Vielleicht eine Entscheidung, die du treffen musst, vielleicht eine Entscheidung, die getroffen wurde. Guten Morgen. Mach da nochmal ein deutsches Video danach an, bitte. Liebeskummer, Sehnsucht, ein Verlangen, Herzbruch, ja, und das beschäftigt dich, wie man sieht, hier auf Nummer 1. Ja, irgendwas ist einfach zurückgeblieben, sagen wir es mal so. Vielleicht sehnst du dich auch nach jemandem oder nach diesem Gefühl, geliebt zu werden, lieben zu dürfen. Gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Kommen wir schon. So, das reicht erstmal für die erste Linie. Oh, eine Verbindung. Warum so tief? Warum so stark? Du fühlst dich hier mit jemandem verbunden. Trotz allem, mir bist du keine Rechenschaft schuldig, ja? Ich lege das aus und wenn das so ist, dann hat das vielleicht auch wirklich an deinem Selbstwert genagt. Irgendeine Verbindung ist hier zerbrochen. Irgendeine Verbindung vermisst du einfach sehr stark. Und wenn es eben nichts mit Menschen zu tun hat, dann sehnst du dich hier nach dieser kompletten Verbindung zu diesem, ja? Zu der beruflichen Situation, zu dem Anbinden zu anderen Sachen, ja, mit der gegenüberliegenden Situation, wo du vielleicht hier nicht so vorwärts gekommen bist, wie du dachtest. Vielleicht suchst du hier wirklich nach deiner eigenen Anbindung, wenn es hier jetzt nichts mit der Liebe zu tun hat. Aber hier liegt ein Thema, was sich immer wieder auffühlt und wir haben hier ein Paar. Kannst du dir aussuchen, wer möchtest du sein? Ist ja nicht schwer, ja. Es geht hier um zwei Menschen, die sich sehr stark geähnelt haben. Wir haben hier das Königspaar der Stäbe, ja. Feuer, Energie, entflammen. Wenn man euch zusammen gesehen hat oder wenn du jemanden hier gefühlt hast oder eben dein Herz für das geschlagen hat, dann war es wirklich, weil du das tief schon fast fühlen konntest. Das ist ja nicht so mal so ein Münzding, ja. Können wir mal machen, halten wir dran fest. Hier steckt so viel Leidenschaft hinter von euch beiden. Von dir und deinem Gegenüber. Und das lässt dich hier irgendwie, ich muss es leider sagen, vielleicht nicht los, ja? Wenn es was mit Familienmitgliedern zu tun haben sollte, dann könnte das auch wieder so zutreffend sein. Ihr seid beide ziemlich gleich, deswegen hat es vielleicht auch da irgendwo gerappelt, ja, in dieser Verbindung, in eurer Bindung generell. Aber irgendwas ist hier natürlich eingetroffen, was euch vielleicht jetzt noch zusammenhält. Es gibt ja auch Menschen, die sind immer noch zusammen und sind noch nicht getrennt. Aber hier fühlt ihr einfach so ein nervendes Band, was euch immer wieder in den Kopf kommt, ja. Und da ist es wichtig, auch immer wieder an den Selbstwert zu denken. Wenn jemand ihn dir nicht geben kann oder konnte oder ihn dir genommen hat, dann denk immer daran, das hat niemand zu machen, ja? Da bist du dein eigener Herr für. Du musst darauf aufpassen. Also, vielleicht auch wieder mit eventuellen Machtspielchen hier unterwegs gewesen, die euch schon fast fehlen, ja? Ich will das nicht unterstellen. Natürlich gibt es wahrscheinlich Unarten, die nicht dazuhören, wie man miteinander umgesprungen ist. Aber da gab es wahrscheinlich dann auch wieder so die Sachen, die sich ergänzt haben, ja, in diesem Pro und Contra. Ihr habt hier wahrscheinlich eine sehr gute Linie abgegeben von total unterschiedlich. Kommt mir auch wieder rein. Nicht mal unbedingt gleich. Gleich, was die Ansätze betrifft, dieses Feurige zu wissen, wo man hin möchte. Dieses Einzigartige vielleicht hier erlebt. Die Ergänzung ist ja hier, brauche ich ja nicht um den heißen Brei quatschen. Hier hat man in der Situation gedacht oder gefühlt, wir geben ein gutes Paar ab, ob Freundschaft oder sonst was, ja. Wir haben uns hier gefunden, hier gab es wohl eine Zeit, wo man wirklich sehr gut harmoniert hat und wahrscheinlich auch so ein festes Team einfach zusammengeschweißt war, muss ich so sagen, ja. Ihr wart ein zusammengeschweißtes Team und diese Enge, die vermisst du wahrscheinlich sehr oft, auch wenn sehr viel, wir gucken mal, was dran schuld war jetzt, auch wenn sehr viel eventuell nicht mehr so ist, wie es mal war. Aber das bleibt dir so besonders im Kopf, diese Erinnerung oder diese Zeiten an dieses Band, da kommt ja echt keiner rein, ja? So, du hast ein Problem gehabt. Wir nehmen jetzt mal dein Gegenüber als das Männliche, obwohl das auch eine Frau darstellen kann.
Du hast hier ein Problem gehabt mit der Kommunikation oder hast auch oftmals Probleme gehabt, dein Gegenüber hier verstehen zu können. Du hast dir oftmals gedacht, so, hä, was willst du von mir? Oder warum sagst du das? Oder warum entscheidest du dich für Sachen? Das war so mehr so die Einmanntour, wenn du jetzt nicht gerade hinterher rutscht. Ja, also wenn die Ansagen hier kamen, dann kamen sie unverhofft, aber oft und dann auch von starker Power. Ja, die wurde hier irgendwas vermittelt, wo du schon teilweise gemerkt hast, eventuell klappt hier das Band so ein bisschen weg. Du warst hier in so einer Enttäuschung drin, weil die Sachen mitgeteilt wurden oder auch eben nicht. Du warst hier irgendwie gefangen. Also du bist von diesem Menschen auch nicht weggekommen, hast sehr viel gemacht, was dieser Mensch wollte, weil er oder sie eine große Kraft auf dich hier ausgestrahlt hat. Ja, du warst hier irgendwie wirklich verbunden. Ich will nicht sagen abhängig, das musst du entscheiden, aber irgendein Band war hier so kräftig, dass du sehr viele Entscheidungen diesem Menschen überlassen hast. Ja, und dieser Mensch, na, kommst du rein oder raus? Dieser Mensch hat hier bestimmt, wann man auf ihn Zugriff hat oder wann nicht. Dieser Mensch könnte auch sein Geld fleißig angesammelt haben, war auch vielleicht auch ein bisschen kleinkarierter in seinen Anlagen. Das, was man hier gespart hat, ja, könnte jetzt in Gefühlsebenen oder auch echt finanziell gewesen sein. Man hat es hier angespart oder hat auch wirklich sehr viel damit geworfen. Also diese Person drückt aus, dass sie dir so in Erinnerung bleibt, weil du eben, ich denke, ich komme da ganz gut hin, diese Fülle und gleichzeitig auch diese Leere erlebt hast. Und dieses Yin-Yang-Spielchen, ihr kennt bestimmt Zuckerbrot und Peitsche, ist dieses Ding, was euch hier wahrscheinlich sehr stark drin hält und euch letztendlich auch hier entfernen musstet, ja, oder dieser Mensch hat euch weggestoßen. Also das war immer so, ich kann finanziell geben, ich könnte aber auch total geizen in bestimmten Situationen. Geizen mit Finanzen, geizen mit Emotionen, geizen mit meiner Anwesenheit. Aber im Ton angeben war dieser Mensch einfach doch mehr derjenige, wo ihr es geschätzt habt und trotzdem aber auch merkt, eigentlich war das Gift, ja, aber ihr hängt da immer noch so drin, weil ihr das auch total faszinierend fandet oder immer noch findet im Kopf. Da ist irgendwas, was so wuchtig einfach war und das konnte man mit diesem Vollem und Leerem immer wieder ergänzen. Ich versuche gerade eine Situation zu erklären, das ist immer gar nicht so einfach. Ein wunderschöner Abend, ja, der immer in Erinnerung blieb oder bleibt oder irgendeinen Vertrag bekommen, wunderschön. Das war dann die riesengroße Fülle, die ihr heute noch als schön empfindet. Und dann kamen aber so 5, 6 Sachen, die unschön waren. Und trotzdem hat euch dieses Erlebnis dieser Person oder dieses Versprechen dieser Sache hier drin gehalten in dem Prozess. Das könnt ihr irgendwie nicht so abnabeln, weil ihr das nie wieder erlebt habt. Da seid ihr irgendwie nicht weggekommen von, wie so eine Art Sucht. Manchmal auch so vielleicht Gedanken, oh Mann, was würde ich dafür geben, nochmal in diese Zeit zurückzureisen. Trotzdem, wir gucken mal, war das hier auch eine Art Scheinwelt, ja? Das war für euch auch eine Vision. Ihr habt hier irgendwann gemerkt, all das, was ihr hier als schön und angenehm empfunden habt und dann auch wieder sehr giftig rüberkam, habt ihr irgendwann entschlüsselt als eine Art Scheinwelt. Und trotzdem habt ihr das in Gedanken, ja? Ihr habt ihr irgendwann in der Phase gemerkt, na sag mal, so kann es aber wirklich nicht weitergehen. Du hast dich vielleicht auch mal dann geäußert oder gewehrt. Du wolltest wirklich in diese Hochzeit ankommen, das Schloss, die Erfüllung mit diesem Menschen haben. Dazu kam es wahrscheinlich nie. Oder wenn dann nur wirklich von kurzer Dauer. Und wir gucken mal, was dann passierte. Das mache ich jetzt nur, damit ihr hier wirklich mehr in Resonanz reinkommt und gucken könnt, ist das euers, ja? Also euch wurde hier vielleicht irgendwas versprochen und dann ging es auch schon los. Du hast dich hier ungerecht behandelt gefühlt. Hier hätten wir so ein Waage-Modell, Sternzeichen Waage, falls ihr das braucht. Die Angabe, hier wurdest du dann wirklich ungerecht behandelt. Da hast du den Punkt so gemerkt, boah nee, jetzt fange ich an zu leiden.
du hast da dann mit der Verlustangst gehadert. Entweder, dass man dir was wegnimmt, dass man dir die Person wegnehmen könnte. Du hast gemerkt, hier passiert irgendein Prozess. Du hast schon gemerkt, ich könnte hier etwas verlieren. Oder, passt auf, ich verliere mich sogar selber. Dass du gemerkt hast, na hoppala, mein Selbstwert ist ja jetzt sowieso auf Null. Aber ich will wenigstens diesen Menschen halten oder diese Situation, ja, um was es hier geht. Also da war sehr viel auf einmal außer Ruder. Das war hier nicht mehr gerecht aufgeteilt. War es ja sowieso nicht, komischerweise. Aber ich hatte immer diese Fülle mit den vielen anderen negativen Sachen, diesen Hinhaltemodus oder diese Spielchen, die du versucht hast zu entlarven, die hast du hier geduldet, ja, dulden lassen. Aber irgendwann hast du eben auch gemerkt, na sag mal, jetzt wird's aber frech, was sich derjenige hier dabei denkt. Du hast dir vielleicht nur noch zugucken dürfen bei einzelnen Sachen. Und das hat wehgetan. Da war deine Phase, wo du wirklich die Ungerechtigkeit gespürt hast. Und dir war bewusst, du musst dich hier trennen, entfernen, emotional zumindest. Das war hier so dein Wunsch, dein Wille. Oder dieser Mensch hat dich gezwungen. Vielleicht hast du das noch gar nicht so gefühlt, aber du hast selbst gemerkt, du wirst hier gezwungen, dich emotional entfernen zu müssen. Hier läuft was nicht mehr gut, ja? Hier passieren Sachen, die tun weh. Du wolltest und musstest auf Krampf irgendwas versuchen, hier zu halten. Du hast probiert, irgendwas zu retten. Du hast probiert, hier noch reinzukommen, um diese Schale wirklich gerade zu machen, ja, diese Ausgeglichenheit, aber die hast du hier nicht gefunden, weil wir sehen ja schon im Kopf deine Geschichte, wenn du sie mir erzählen würdest, du musstest einfach hier auch bedingt durch dein Gegenüber, die Situation oder durch dich selber hier dich emotional entfernen. Das war hier dann alles so ein Kracherprozess, der dir wehgetan hat. So, dann gucken wir mal. Also du merkst dir Selbstwert, ist ganz, ganz wichtig für dich selbst natürlich. Wir gehen ins Herz rein, aktuell. Jetzt haben wir ja deine Geschichte, die du mir nennen würdest. Damit du hier gucken kannst, bleibst du dran. Willst du überhaupt für dich noch gucken? Im Herzen haben wir hier immer noch die Scham. Ihr merkt bestimmt selber, die fällt bei mir total oft raus mit der Quersumme 6. Lass deine Scham los und übe Mitgefühl, Vergebung und Widerstandskraft. Vielleicht ist es jetzt aber wirklich endlich mal so weit, dass du merkst, du darfst jetzt Abschied nehmen. Du verstehst alles im Kopf und deswegen können wir das Herz jetzt nachfließen lassen. Dein Herz hat auch eine gewisse Logik von deinem Kopf bekommen, zu sagen, naja, was soll's. Ja, Gefühle kann man nicht abstellen, da gebe ich dir absolut recht. Oder auch, wenn man jemanden besonders mochte, muss er nicht immer mit Liebe zu tun haben. Aber jetzt wird es so langsam, wie lange sollst du denn noch gegenhalten, wenn du hier nichts bekommst? Wir gucken mal rein, dein Herz. Wie sieht es aktuell in deinem Herz aus? Womit kann ich dir am Dienstag weiterhelfen? Schwuppdiwupp. So, die stellt sich quer. Wir haben, du hättest schon gerne deine Entschuldigung, ja, damit du hier in die Hochzeit ankommst, damit du hier vielleicht auch ein bisschen leichter mit deinem Gefühl, mit deinen Emotionen, du hast ja das Gefühl, du wurdest hier vollgescheint, würde ich sagen, wurdest hier manipuliert, warst hier in der Scheinwelt drin, alles, was du möchtest vom Herzenswunsch steht an erster Stelle, eine Entschuldigung würde dir schon reichen. Das vermisst du einfach. Damit würdest du vielleicht auch besser klarkommen, um den Widerstand hier selbst loszulassen. Einfach nur die Einsicht, du hast hier irgendwas getan, was nicht so richtig war. Vielleicht fehlt das hier. Oder es war irgendwie nicht die perfekte Entschuldigung, die du dir gewünscht hast oder auch vielleicht erwartest. Es ist ja aber trotzdem wichtig, dass du auch hiervon loslässt, ja? Weil sonst hängst du hier wieder zu lange drin. Aber das ist so eine Angabe. Oder wir sind hier im Kollektiv, dass sich am meisten drückt, dass hier eine Drittperson den Sieg davon getragen hat, dass man dich von irgendjemandem entfernen musste, dass hier noch eine Person mit bei war, die das Spielchen angerollt hat. Und das könnten die zwei Sachen sein, ja? Naja, trotzdem passt es dann, würde man gerne Entschuldigung haben, ne? Können wir eigentlich auch so sagen. Es muss keine Drittperson sein, aber es könnte. Was haben wir noch in deinem Herzen hier?
Oh, das wäre wirklich das, was dich hier retten würde, ja? Die Sonne ist rausgeflogen. Dir geht's wirklich momentan, das ist gar nicht so schlecht, weil wenn es das nur ist, ja, dann kriegst du das sehr schnell in den Griff, indem du darauf von dir aus verzichtest. Denn du möchtest keine unehrliche Entschuldigung haben. Du könntest auch sagen, naja, gut, wenn dir das andere besser gefällt und du mein Selbstwert nicht erkannt hast, so what? Was soll ich machen, ja? Du musst ja niemandem hinterherrennen. Wir haben hier, das ist für dich die Angabe, dass es wirklich ein sehr schneller Prozess wäre, wenn man sich hier bei dir entschuldigen würde oder wenn du irgendwas mitbekommst, was mit der Drittperson zu tun hat, dass du hier mit deinem Herz ruhen könntest. Irgendeine Angabe, ich möchte gern wissen, wie ist das gerade in der Dreier- oder Zweierkonstellation? Geht es da jemandem besser als bei mir? Wo ist meine Entschuldigung? Das würde mir schon reichen und das würde dich hier befreien, ja? Und das ist so das, was du brauchst, dieses Einzige, wo du sagst, okay, ich schalte ab. Aber wir wissen, so schnell geht's nicht. Wir gehen mal rein. Ja, du würdest dann sagen, ja, Tschüssikowski, ja? Danke für die Antwort. Jetzt geht's für mich in die Transformation. Du hinderst dich hier selbst mit dem Arcanum der Turm an deine Weiterentwicklung. Ich brauche hier gar nicht weiterlegen für dich. Die Karten sind so aussagekräftig, dass ich hier gar nicht mehr so in den Tunnel hier rein muss, weil hier das, was ich alles gesagt habe, bräuchtest du als Befreiung, ja, dieses zu wissen. Damit du weitergehen kannst, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit der Widerstand wahrscheinlich aufhört und du selbst zu dir sagst, okay, ich lasse jetzt los. Diese Emotionen gehören nicht mehr in diese Linie rein. Ich baue mich neu auf. So. Gehen wir in deine Tendenz rein. Was war am Anfang? Anderes hat Vorrang, ne? Deine Tendenz, um hier den Widerstand zu lösen. Was raten dir die Karten? Dann gehen wir noch rein, ob es mit der Person zu tun haben könnte. Freue ich mich natürlich sehr. Dankeschön für alle Neuen. Ich küsse die Mäßigkeitskarte. Das ist dieses Anzeichen, deine Tendenz. Versuche dich selbst jetzt ins Gleichgewicht zu kriegen, indem du hier nicht übertreibst, sondern das wirklich sehr gleichwertig aufarbeitest. Wenn du traurig bist, sei traurig, aber sorg auch dafür, dass du wieder die Fülle von Freude reinkriegst. Ja, dann sag für dich, okay, ich habe getrauert, ist enttäuschend, aber finde hier irgendwie die Mäßigkeit drin zu sagen, du musst dich hier nirgendwo anbiedern oder anbetteln oder als Bittsteller hier irgendwo machen. Wenn man das nicht erkennt, was du gegeben hast, dann komm hier wirklich in deinen Selbstwert rein, gucke, ob du auf die Entschuldigung verzichten könntest, ob es hier überhaupt noch Sinn macht, auf diese Entschuldigung nach so langer Zeit vielleicht zu warten, ja? Ist es überhaupt noch nötig, da reinzugucken und Mäuschen spielen zu wollen? Nimm lieber den Turm an, geh in deine Weiterentwicklung und du wirst merken, wie schnell du hier mit der Gerechtigkeit, die dir ja so wehtut im Kopf, ja, dass du das hier ausgleichst für dich selber. Nur für dich selber. Du selber kannst das ausgleichen. Wir haben hier, kannst du ja nochmal in dich gehen, ich habe den Eremit schon gesehen, dass du dich hier komplett zurückziehst von dieser Situation, von diesem Denken. Es wäre hilfreich, dass du wirklich nachguckst, wie kann ich mir jetzt helfen hier? Wie kann ich das gegensteuern? Wie kann ich die Trauer mit Freude verbinden? Wie kann ich mir überhaupt, warum hänge ich überhaupt irgendwo drin, wenn ich vom Gefühl her weiß, das würde gar nichts werden, weil ich ja so ungerecht behandelt wurde. Ja, die Verletzung steckt ja da scheinbar wirklich sehr tief, wenn jemand sehr ungerecht behandelt wurde. Für dich ist es jetzt gerade in der Tendenz besser, dass du dich hier wirklich zurückziehst und dir nochmal genau vor Augen hältst, was war das Schöne oder ist es einfach nur das Besondere, was dich hält? Kann man das wirklich so bezeichnen, dass es für dich frei war, eine Leichtigkeit? Die Leichtigkeit holst du dir mit der Mäßigkeit. Wir haben hier zwei super schöne Arcana, die für dich hier sehr stark rausgesprungen sind. Und guck mal,
für dich ist eigentlich nur nötig, dich zurückzuziehen und dich hier wieder in die Balance zu kriegen, zu dir selbst. Denn die Probleme oder die Problemaufarbeitung wirst du hier alleine dadurch schaffen. Das ist wirklich, ich muss jetzt mal nochmal in mich kehren, ja? Ob ich mich nicht vielleicht verlaufen habe. Das, was ich gerade mache, so wie ich denke, so wie ich fühle. Du gehst hier wirklich nochmal rein, denkst nach, brauchst ein bisschen Ruhe, Kraft, machst dir Gedanken, wie geht's für dich weiter. Und hier sucht man ja nach den Problemlösungen und hier sind die Probleme da. Sie werden dir bewusst, sind vielleicht gar nicht so viele, wie du dachtest. Und die kannst du aber aufarbeiten. Das ist so eine richtig schöne Reihe. Du kannst es hier noch alles in eine wundervolle Reihe bringen. Wir ziehen mal zum Abschluss für dich im Herzen. Nochmal eine Karte. Gesunde Grenzen ist dein Schlagwort mit der 44 Quersumme 8. Gesunde Grenzen schützen dich, aber verschließe nie dein Herz. Hätten wir mit der 8 das Unendlichkeitszeichen, woran du dich vielleicht in diesem Leben immer dran hältst. Dass du einfach hier deine Grenzen nicht mehr überschreitest, weil du kennst deinen Selbstwert nur und du lässt bitte auch andere nicht deine Grenzen überschreiten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du logischerweise dann wieder in die Ungerechtigkeit geraten bist, wo alles aus dem Ruder gelaufen ist, wo du vielleicht was halten wolltest. Aber verschließe bitte nie dein Herz. Und darauf kommt es an. Und ich muss dir sagen, es war ja wirklich kaum verschlossen. Es hängt jetzt hier nur noch von dieser Verstandsfrage ab. Brauche ich unbedingt die Entschuldigung? Will ich unbedingt wissen, wie es gerade da ist? Wie es vorher war in der Dreierkonstellation mit den Menschen, die derjenige hat? Musst du das unbedingt wissen? Das ist so deins, ja? Wir klopfen ab. Jetzt gehen wir zu deinem Gegenüber oder die Situation, mit der es hier die ganze Zeit zu tun hat. Und was wirst du merken, wenn du resonieren konntest? Wenn nicht, dann nö. Die Engelbotschaft. Der erste Impuls gilt. Hier hat vielleicht jemand sehr lange überlegt, bis man was gemacht hat. Hier kommt der Ratschlag, du hättest den ersten Impuls nehmen müssen. Der erste Impuls war richtig. Der erste Impuls ist immer richtig. Und hier hat man vielleicht alles zerdacht oder zweiseitig, zweideutig gelebt. Mal so wurde was gesagt. Mal hat man es so gemacht, mal hat man es so gemacht. Hier muss man wirklich lernen, Sicherheit zu... Ach, guck mal, ist ja süß. Die Vergebung, das, was du im Herzen dir gewünscht hast. Vergebung erlaubt dir, im Jetzt zu sein und Freude und Frieden zu erfahren mit der Eins. Das ist so, wenn ich jetzt, wann dann, ja? Mit der Eins wieder. Das ist dein Start. Also tatsächlich liegt hier in dieser großen Thematik wirklich die Entschuldigung im Raum, die du die ganze Zeit auch fühlst und dir wünschst. Sie liegt schon mal im Raum, ja? Und sie liegt so im Raum, dass auch hier die Karten, wenn wir davon ausgehen, von der Energie, dir recht geben und sagen, ja, du hättest wirklich eine verdient. Aber die muss natürlich ehrlich sein. Wir gehen mal rein im Kopf. Deine Geschichte kennst du ja. So, hier hat man wirklich irgendwo übertrieben, ja. Man ist hier irgendwie nicht vorwärts gekommen. Man hat den Start hier verpasst. Man hat vielleicht oft von vorne angefangen mit dir. Man hat sich hier vielleicht für andere Sachen wieder interessiert. Nicht das Richtige gesehen. Man hat es langsam aufgebaut, könnte auch eine lange Gummibandphase wieder gewesen sein, wo man nicht so richtig Gas gegeben hat, wo es sehr langsam anfing. Wir haben hier, alle Gefühle waren aber hier aufrichtig, ja, ob das nun freundschaftlich oder familiär oder in der Liebe war, hier stand man schon zu dem, was man dir hier mitgeteilt hat. Man konnte es vielleicht nur nicht so doll zeigen oder doll ausleben mit dir, weil man an irgendeiner anderen Sache noch gearbeitet hat, deswegen auch nicht mit dem Tempo oder mit der Zeit hinterhergekommen ist. Was hatten wir noch für Gründe, falls du sie suchst? Ja, es ging hier immer um das Wohlergehen. Dieser Mensch, dem hätte es nichts gebracht, wenn man hier nur vor allen Dingen, in Anführungsstrichen, der Liebe wegen Fehler macht und sein Hab und Gut vielleicht verlieren konnte. Hier war man sehr, trotz der Emotionen zu dir, war man hier trotzdem noch finanziell oder hatte das alles mit dem stabilen Umfeld zu tun, mit der Sicherheit zu sich selber. Das ist auch so eine Selbstwertkarte. Hier brauchte man wieder eine Fülle, die nur diesen Menschen selbst befriedigt, ja?
das hätte sein können, dass es dir schon fast zu viel wäre und du gesagt hast, wie viel willst du denn eigentlich noch haben? Oder auch gesagt, naja, das würde mich nicht glücklich machen. Aber die Person brauchte hier sehr viel Selbstwert und hat auch auf den Selbstwert zu sich selber sehr viel Wert gelegt. Hat immer darauf geachtet, dass das bleibt, dass man das trotzdem ausleben kann mit dir. Aber es war hier, ja, ein bisschen zu lahmarschig, ja. Und wenn dann mal wieder was gekommen ist, kann schon sein, so wie von vorhin, dann war das so dein Highlight, was dir im Kopf blieb, eingebrannt wurde. Wir gucken mal im Herzen, was derjenige jetzt fühlt, damit du ihn hier oder sie charakterisieren kannst. Oder die berufliche Situation in diesem Wege, dass du hier auf irgendwas wartest, ja, um hier hochzuklettern, weil das wäre deine Erfüllung, dieser Job, dieser Beruf, diese Passion. Ansonsten Mensch, habe ich ja erklärt. Hier wird man dich auch noch nicht ganz so los. Ich bin in der 4. Klasse, hallo. Rat des Schicksals. War ein Zusammentreffen. Es hätte euch oder hat euch auch sehr viel gebracht. Es hätte auch wirklich was Großes werden können. Da steckte eine Prüfung hinter, die einer von euch beiden nicht verstanden hat. Aber Rat des Schicksals ist immer so auch dieses schwierige Ding, ja? Wann ist es denn wirklich aufgelöst? Ja, na komm. Wann ist es denn wirklich aufgelöst? Und die Todeskarte fiel raus. Wir hätten hier eventuell die Skorpion-Energie. Ich habe das Gefühl, deswegen habe ich so lange überlegt. Diese Beziehung oder Bindung zwischen euch, egal was du mitbekommen hast oder dir erzählt wurde oder war nötig für diesen Menschen, der hier liegt oder für die Situation, danach anders zu denken, ja? Das heißt, du hast hier definitiv was hinterlassen. Du hast hier gesorgt, dass hier ein Mensch nicht, wie du denkst, so leicht hier rauskommt. Das wird für ein Ende hier sorgen. Das wird auch einen Abschnitt hier geben, wo dieser Mensch merkt, vielleicht dauert es ja auch ein bisschen länger, ja? Weil man muss das ja erstmal verstehen. Hier muss dieser Mensch vom Emotionalen kapieren, ich muss dahin, wo ich fühle und nicht dahin, wo ich gebraucht werde. Hier gibt es einen Abschluss, wo man das hier wahrnimmt. Also eure Begegnung, euer Zusammentreffen, wie auch immer, dieses Rad des Schicksals sorgt dafür, dass dieser Mensch hier auf jeden Fall noch mal einen Bruch erlebt, Altes hinter sich lassen muss und ab der Linie fängt es dann an, ja? Wir haben hier dieses, ich habe gemerkt, dass ich da nicht angekommen bin, wo ich jetzt bin. Also das ist sozusagen diese Zugschnur von dem, was hier passiert. Man wird hier so oder so reinkommen und egal, wo man gerade drin sitzt oder wofür man sich entschieden hat, man wird hier merken, das erfüllt mich hier alles nicht und ich kann noch so viel Kohle haben oder es kann noch so gut gerade laufen, dieser Bruch kommt, ja. Der wird von alleine passieren, weil das, was bei euch war, sollte so sein. War magisch, wie auch immer. Hat funktioniert eine Zeit lang. Aber es ist dafür ein Bruch zuständig, wo dieser Mensch merkt, so will ich auch nicht, ja? Hier ist man nicht mehr glücklich, hier ist man nicht mehr mit dieser Power-Energie ausgestattet, wie ihr diesen Menschen vielleicht kennt. Hier merkt man, ich muss das hier beenden, ja? Ich fühle mich wirklich nur noch so in diesem Zustand. Dieser Zustand sorgt, dass ich hier irgendwas beenden muss, müsste, weil das hat mich geprägt. Du hast diesen Menschen oder diese Zeit hat hier jemand geprägt, ganz stark. Und man merkt selber, man wird da nicht rauskommen, ja? Mann, heute sind wir aber liebebedürftig hier am Dienstag.
Hallöchen, ihr habt beide die Mäßigkeit bekommen. Das heißt ja, beide zu dieser Zeit, zu dieser gegebenen Zeit, wo ihr zusammen wart oder aufeinander getroffen habt, sehr ungünstig gewählt. Der eine wollte zu viel, der andere zu wenig. Der andere hat zu viel gegeben, der andere zu wenig gegeben. Hier war permanent ein, so wie es bei dir die Ungerechtigkeit sagt, ein Fass der, wie sagt man denn, Ungleichheit. Also absolut ungleich, ja. Ihr habt euch prima ergänzen können, aber dieser Zeitpunkt war der schlechteste, den man wählen konnte. Von der Energie war es das Schlechteste, vom Zeitpunkt Liebe auszuleben war das Schlechteste, weil irgendwelche anderen Sachen hier mit reingespielt haben, die die Emotionen nach hinten drücken mussten oder auch auf Abstellgleis geschoben werden mussten. Ihr habt euch zum ungünstigsten Zeitpunkt hier kennengelernt, beide, weil dein Gegenüber das ja auch bekommt. Hier ist irgendwas aus den Fugen geraten, ja, was nicht mehr kontrollierbar war. Und das ist auch diese Message, das muss dein Gegenüber lernen. Für Ausgleich sorgen, ja? Diesen Ausgleich darf man nicht vergessen. So, die Tendenz für dein Gegenüber. Ich glaube, das interessiert dich so ein bisschen am meisten. Vielleicht, genau. Das war alles ein Stapel. Und hier haben wir, hier kommt auch jemand zusätzlich in die neue Welt, ja? Also hier schließt man dann wirklich ab. Das wird für diesen Menschen eine neue Station, eine neue Phase geben, weil man hier gemerkt hat, man verkümmert einfach. Da hat man irgendwas vergessen. Das ist ja hier noch nicht aufgeschlossen und entschlüsselt, dieses, was ihr hattet, was du hinterlassen hast, wieder mal auch. Jeder hinterlässt ja, ja? Dein Gegenüber hat bei dir hinterlassen, du hast bei ihm hinterlassen, eine Situation hinterlässt uns Sachen. Und hier ist die Tendenz, hier fängt jemand von vorne nochmal neu an. Ich denke oder weiß nicht, ob man hier noch ein Kind vielleicht gebärt kriegt, ja, kann die Tendenz alles sein. Generell ist es aber hier alles zusammen, das, was man hat, das, was man besitzt, in einen Zyklus zu bekommen und nochmal neu anzufangen. Mit allem, was einem zusteht. Hier möchte man die Lebensphase anders gestalten und möchte dieses Alte komplett ablösen, ja, hierfür steht auch der Tod. Wenn man in der neuen Welt ist, worum kümmert man sich als erstes hier? Tendenzmäßig. Kann auch sein, dass jemand irgendwie wieder zurückzieht. Ich weiß nicht warum. Als ob jemand irgendwo anders ist und wieder vorhat, zurück in die Heimat oder zurück in etwas, wo man schon mal war. Hier kommt auch das, was ihr so hattet, ja? Man wird hier vielleicht verstehen, wie man einteilt. Man wird vielleicht auch mal Geld ausgeben für nützliche Sachen. Man wird vielleicht auch mal Emotionen verteilen. Das kann jetzt alles verkörpern. 10 der Münzen. Hier wird man gucken in der Mäßigkeit, was setze ich denn gesund um? Wo schütte ich denn hier meinen Becher nicht einfach aus und bin dann wieder weg und leer? Sondern hier wird man sich an dem, was man hier gelernt hat mit dir, durch dieses Rad des Schicksals verstehen, was es heißt, in die Mäßigkeit zu kommen mit Einteilen. Das wird man alles in der neuen Welt lernen. Dann habe ich doch lieber nur ein bisschen, aber kann genießen, so ungefähr, ja? Dass man hier irgendwo zurückgeht, das quält einen. Man muss hier auch diese ganzen psychische Belastungen, wäre mir jetzt gerade zu einfach. Hier hat man irgendwie Schäden mitgenommen, Schäden erlebt. Könnten auch Sachen sein, die hier entstehen, wenn man sich trennt und einen absolut neuen Weg geht. Hier fängt irgendwas alles neu an und muss auch neu anfangen, weil man das hier nicht mehr aushält. Ja, das quält einen. Man ist hier voll, man muss jetzt für sich erkennen, belastbar ist man hier nicht mehr mit 10 der Schwerter. Man muss das jetzt für sich erkennen. Sammeln, eins nach dem anderen hier aufarbeiten. Hier liegt zu viel Ungeklärtes einfach in der Luft. Bei deinem Gegenüber. So, was haben wir hier? Oh, also das Sprechen, die Kommunikation hat er nicht verlernt, ja? Oder sie oder derjenige, der damit zu tun hat.
ein sehr sprachgewandter Mensch, der eine besondere Sprache hat, der Sachen vermitteln kann, der vielleicht auch ein bisschen höher im Geist ist, ja? Der wirklich Sachen vermitteln kann, die ihr an diesem Menschen geschätzt habt. Von diesem Mensch könnte man wahrscheinlich sprachlich oder vom Ideenreichtum, vom Gedanken irgendwas noch lernen oder findet das generell an dieser Person faszinierend. Und das schützt man hier für die Zukunft. In der Tendenz wird man hier nicht mehr jemanden ranlassen. Also man lässt sich das hier nicht mehr zerstören. Man wird hier erstmal alles für sich selbst ausarbeiten. Im Kopf wird es auch nicht aussprechen. Macht hier einen auf, ich habe keine Lust, mich auszusprechen bei Leuten, die irgendetwas anderes hören wollen. Hier ist man sich so 100% sicher, dass man hier vielleicht eine Kommunikation noch sucht, dass man aber das, was man in Gedanken hat, erstmal für sich hier ordnen muss. Ja, das hat alles hier damit zu tun. Man versteht hier irgendwie, was habt ihr alle mit mir gemacht oder was ist hier mit mir passiert? Warum habe ich so ein Denken? Ich muss umdenken, so nach dem Motto, und wehrt sich hier wirklich gegen die Menschen, die hier vielleicht über jemanden reden, wo man vielleicht Sachen mitbekommt, und blockt sich, hält sich davon fern. Weiß aber, dass man hier trotzdem noch den klaren Kopf behält. Und wir haben hier das alles, die Tendenz macht man aus Leidenschaft, kann ich auch nur so wiedergeben. Hier wird wieder etwas anfangen für diesen Menschen oder die Situation wird neu auf dich zukommen. Dieser Mensch wird verstehen, was das Wichtigste im Leben ist. Die komplette Emotion, Passion, aber auch oftmals das Neue, ja? Und nicht irgendwas Altes, Aufgelebtes, wieder ein zweites, drittes Mal zu erwärmen. Nur damit man es schafft, ja, nicht loslassen zu müssen. Also hier ist sehr viel Start und Ende. Man kommt hier letztendlich in der Tendenz an, um zu erkennen, was ist denn wichtig im Leben? Was hast denn du dagelassen bei diesem Menschen? Du hast vielleicht auch Sätze gesagt wie du, es kommt nicht drauf an, was du verdienst, was du hast. Sicherheit ist schön, aber wenn du alles nicht mitbringst und hier nicht mal emotional irgendwie mitfühlen kannst oder auch generell was nicht mit Leidenschaft durchziehst, was soll denn das werden? Und das hier ist alles so Start, Ende. Ja, ich habe es verstanden. Ich muss alles neu erlernen, einzuteilen. Und dieses ist einfach das, was euch getrennt hat, wo du dich hier im Unrecht gefühlt hast, ja. Du hast hier alle Problemchen abbekommen, alles, was so belastend war bei diesen Menschen, hast du vielleicht aufgebürgt bekommen. Und man macht hier jemandem klar, das, was ich alles im Kopf habe, an mein Gedankengut, so nach dem Motto, kommt hier keiner jetzt erstmal ran. Ich muss hier was für mich aufarbeiten, ich muss für mich nachdenken. Da gibt man auch nichts von sich preis, ja. Das scheint hier ein sehr cleverer Mensch zu sein, der vielleicht auch sehr viele Intrigen schmieden konnte, ohne dass ihr das gemerkt habt. Aber den Kopf benutzt man hier sehr weise in der Tendenz, wirklich. Den benutzt man wieder für das Vernünftige, dass man hier Erfolg spürt, ja? Und nicht letzten Endes so, wie es hierzu gekommen ist in allem. Ihr Lieben, das war erstmal so die Legung für den Dienstag. Jetzt wisst ihr erstmal hier Bescheid. Ihr seid die Einzigen, die damit in Resonanz gehen können oder nicht. Das kann ich nicht wissen oder bestimmen. Machen wir mal eine Tageskarte für dich noch mit rein, an die du dich halten solltest. Okay, die Leute rum. Für dich ist die Überlegung hier Altes ablösen, ja? Das Gericht. Hier geht es auch wieder um diese Gerechtigkeit, die dir sehr schwer im Kopf liegt oder im Herzen liegt. Deine Herzlinie war ja wirklich sehr kurz und knapp mit dem wichtigsten Wunsch. Für dich ist es wichtig, mach dich hier frei, fang an, die Prozesse zu sehen, die du hier lässt, die du nicht mit in deine neue Phase nimmst, in der Transformation, der Turm, diese Energie, ja, dass du dich in die neue Entwicklung wieder reinfindest, dass du eine neue Entwicklung merkst, aber lasse die alten Sachen, die dich belasten, bestenfalls wirklich woanders und fange hier komplett neu für dich an. Einfach mal ein Befreiungsschlag, einfach mal
sei dein Engelsrufer, ja? So ungefähr, ihr Lieben. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, Dienstag. Ich bin noch nicht beim Donnerstag. Bleibt gesund. Bis morgen wahrscheinlich und tschüssi. Ich bin weg.